Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Spiel. 24.03.81, die neue Zeitrechnung nahe dem Hauptquartier der Trolls auf dem Planeten Chromos. Die interstellare Fähre AX7 startet zur setzt zum ja, zum Start an. Energiesystem auf Maximalleistung. So oder so ähnlich muss das gewesen sein, dieser Text. Das hier ist der Anfang von dem neuen Let's Play. Let's Play Battle Isle. Battle Isle, wie man das so schön sagt. Genau. Wir sehen hier das schöne Intro. Wir starten mit unserer Rakete. Start! Heißt es. Das ist das Hauptquartier. Und wir fliegen weg vom Planeten. Initialzündung, Warp-Antrieb. Und das Raumschiff, es fliegt durch den Weltraum. Zur gleichen Zeit auf Chromos. Der Planet, auf dem das spielt. Im Hauptquartier, dem Rat der Weisen. Im Regierungsgebäude tagt der Rat der Weisen. Man wartet auf die angekündigte Rede des Vorsitzenden. Und warten, wie in jedem Parlament, ne? Er scheint alt auszusehen. Mitglieder des Rates, wir dürfen Ihnen melden, dass das Unternehmen Mercenary erfolgreich angelaufen ist. Wie Sie wissen, erreichten uns vor 2 Stunden erfolgversprechende Nachrichten von unserer Sonde aus dem Sektor Alpha Zulu. Wir haben deshalb eine Fähre in diesen Sektor geschickt. Sie ist soeben gestartet. Unterdessen nähert sich die Hyperspeed-Fähre ihrem Zielgebiet. Sie fliegt und fliegt und nähert sich der Erde. 16.07.1991, Atlanta, USA. Es war ein langer Tag gewesen, doch Walter Harris freute sich nun auf den letzten Level von Battle Isle. Da ist er. Er fährt nach Hause mit seinem kleinen Auto, geht ins Haus und startet den Computer, wo Blue Byte draufkommt. Bing! Ja, und dazu heißt es: Willkommen zu Battle Isle. Und das ist jetzt ein neues Let's Play aus der Retro-Reihe Retro-Strategiespiele. Für den Samstagnachmittag, denn nachdem ich jetzt die Civilization, Colonization Reihen und so weiter alle durch habe, alle da gespielt habe, geht es hier jetzt mal an die Anfänge der Hexstrategie. Also die Anfänge und an die guten Spiele der Hexstrategie. Und dazu gehört Battle Isle natürlich, denn Battle Isle ist nichts anderes als der supergeile Urvater und preisgekrönte Platinum-Träger der Strategiespiele aus den 90er Jahren, Anfang der 90er. So, wollen wir mal loslegen. Also, und nachdem wir ja gerade eben das Intro gesehen haben und er sagte, dass Walter Harris ja sich auf den letzten Level von Battle Isle freut, werden wir auch nur den letzten Level von Battle Isle nehmen, nämlich den Codenamen River. Denn machen wir uns nichts vor, es ist. Das Spielprinzip ändert sich von Spiel zu Spiel jetzt nicht unbedingt so großartig, außer dass immer mal neue Einheiten dazukommen und neue Sachen. Man kann mal Fabriken und dann Depots und so weiter und so fort haben. Aber ansonsten bleibt es letztendlich gleich. Und im letzten Level haben wir viele Dinge vereint. Und mit dem letzten schwierigsten Level können wir dann auch
die Geschichte vor allen Dingen von Battle Isle direkt überführen in das darauf anschließende Battle Isle 2. Denn wir sind Walter Harris und spielen die letzte Runde. Und da sind wir in der Karte River. So, und wir gucken uns gleich mal die Karte an. Zunächst mal, wir haben in keinem unserer Gebäude was. Das ist sowieso das einzige Gebäude, was wir haben. Unser Hauptquartier. Dafür haben wir eine ganze Menge Einheiten drumherum und sogar mehr als der Computer. Unsere Hauptstreitmacht ist direkt neben dem Hauptquartier. Hier in diesen Booten hier. Da. Und da auch. Hier in den Booten. Natürlich die Frage, wie kriegen wir jetzt da noch was hin, ne? Kann ich den hier bewegen? Der kann so. Jawohl. Weil die können ja nicht an das Land, ne? Also können wir den so hinlegen und dann haben wir noch den hier hinten. Den können wir so hinlegen. Jawohl. Und jetzt kann man hier sogar Panzer ausladen. Eins. Zwei. Aber auf den da oben kann ich nicht ausladen. Gut. Und können wir hier ausladen? Tatsächlich. Auf den. Und noch einen auf den. Nein, können wir nicht. Okay, aber damit haben wir zumindest schon mal hier was reingelegt, was wir dann auch schön anlanden lassen können. Und wir haben hier unten Panzer. Jawohl. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf. So. Und wenn ich dich jetzt dahin schiebe, hier oben, kann ich jetzt sogar noch in das auch noch was reinladen. Und nein, von denen nicht. Ich wollte von denen hier noch. Eins. Ja, und da passen ja nur zwei rein und von dem dicken auch noch einen. So, damit haben wir nämlich jetzt schon mal hier eins. Eins, zwei, zwei fette. Genau, die fetten, die auch noch Flugabwehr haben. Und hier das gleiche. Und hier haben wir. Ah, ne, hier das gleiche. Na, komm, hopp. Jawohl, du kannst nämlich auch dann schon da hoch, ne? Und jetzt hier den hier, der hat nur noch einen. Du kannst allerdings hier oben hin jetzt, ne? Moment mal. Ja, ist gut. Komm, lass mal. Nee. Naja, gut. Wir wollten ja noch ein bisschen erstmal umschauen. Also, wir sehen hier seine Hauptstreitmacht. Die besteht aus einem Haufen von diesen Gladiatoren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine Artillerie und einmal davon. Ein Mechs. Dann hat er hier zwei von diesen Riggens und dann hat er hier 1, 2, 3, 5, 6. Ja, und noch eine Artillerie, also zweimal davon und jeweils noch zwei Hubschrauber. Die Hubschrauber sind nämlich auch übel, wenn wir uns die Hubschrauber anschauen.
Dann sehen wir, die können 35 gegen Gepanzerte machen. Sprich, die sind eigentlich den Panzern überlegen. Na? Also wir müssen irgendwie sehen, dass wir die Hubschrauber, dass wir die irgendwie wegkriegen. So, dann haben wir, hat er neben dem hier schon mal ein Depot, gehört ihm schon mal, wo schon mal 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeuge drin sind, die Bodenziele angreifen können und zwei, die reine Luftziele angreifen können. So. Hier oben ist einer, der ist schon extra rot, weil den ich wohl einnehmen soll mit ein paar Panzern. Und das können wir auch gleich mal machen. So, dann können wir nämlich mal den hier rüber tun. Und wir laden schon mal die Männchen aus. Und ein Panzer. Und noch ein Panzer. Und wir nehmen den Hubschrauber. Der Ball nämlich hier in der Mitte ist wenig. Da kommt ein bisschen was. Also das ist, was man durchaus weghauen könnte hier, wenn man sich beeilt, ne? Aber ich will die hier nicht weghauen. Ich meine, könnte natürlich schön da wegfliegen, aber das machen wir nicht. Wir müssen hier rüber, um den Flugzeugen im Westen beizustehen. Hier haben wir nämlich ein Flugzeug, ein Fighter und eine Air Kavallerie. Genau. Und hier haben wir ein paar Bodeneinheiten, die wir bekämpfen müssen. So. Und irgendwie müssen wir zusehen, dass wir mit denen klarkommen, ne? So. So, und ich könnte jetzt natürlich hier oben auch hinsetzen. Aber wenn ich ihn hier hinsetze, kann ich beide direkt ausladen, ne? Genau, und das machen wir auch. Wir gehen hier hin und laden den ersten aus. Und laden den zweiten aus. Und lade das Manne-Kicken auch aus. So, gut, dann ist es auch ausgeladen. So, jetzt sei die Frage gönnt, wie kommen wir an den dran? Ja, wie komme ich an die dran, ohne dass die an mich können? Wir ziehen den darüber. Und packen den dahin. So. Die werden garantiert sowieso auf den hier gehen, ne? Ja, werden sie höchstwahrscheinlich eh. So. Hier ist nämlich das Hauptquartier von ihm, auch wieder mit sehr vielen Fliegern geschützt. Und innen drin sind natürlich auch nochmal vier weitere Einheiten. Also, nicht, dass er nicht schon genug Einheiten hätte. Aber der hat halt die richtigen Einheiten, die ich erst zerstören muss. Und hier hat er den nächsten, das nächste Depot, was ihm gehört. Und da hat er auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 drin. Also, ich weiß jetzt nicht, warum ich mehr Einheiten haben soll. Wenn ich jetzt hier Fragezeichen mache, habe ich mehr Einheiten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat die richtigen Einheiten und ich habe die falschen Einheiten. So, mit dem Boot fahren wir hier unten hin, weil wir wollen hier unten den noch wegmachen. Genau. So. Und du fährst mit diesem Boot hierhin, damit du dich hier von der Rückseite her anschleichen kannst. So. Zack. So. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt hier? Wir haben jetzt hier eins, zwei Boote beladen. Die müssten wir irgendwie zusehen, dass wir sie an Land kriegen. So. Also du kannst natürlich dort stehen.
So. Du stellst dich hier hin. Und du stellst dich. Du kannst sogar ganz nach oben, aber dann kann er hier ganz komplett alles dicht machen. Wir müssen hier die Ecken zumachen. Das ist interessant. Du kannst echt bis ganz nach oben. So. Und jetzt machen wir hier die Ecken dicht. Er kann ja jetzt noch nichts angreifen. Er kann ja erst nachher angreifen. Ich beim nächsten Mal am Ausladen bin, ne? Wo kann er denn da angreifen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Er könnte theoretisch echt da angreifen, ne? Er würde höchstwahrscheinlich die Hubschrauber einsetzen. Muss mal gucken, wo wir das hier hinten hinkriegen. Ja, wollte auch meinen, das geht nämlich nur dahin. So, und das kommt dorthin. Damit haben wir die zwei auch. Wunderbar. Dich können wir noch hier rumschicken. So, dann hätten wir das auch. Mal gucken. Der hier kann nicht auf gepanzerte auf Landeinheiten. Du kannst auf Landeinheiten, ja, aber du bleibst mal so. Du kannst auf Landeinheiten. Hier unten haben wir noch eins. Naja, dann kann er nicht zurückschießen. Aber so, genau. So. Ich glaube, Moment. Ja, damit haben wir alles bewegt. Und dann können wir mal gucken, wie es weitergeht hier. Also, ich wollte gerade F1 drücken. Ja, F1 drücken. F1 und go. Jetzt bewegt er. Ich kann ja eh nichts angreifen. Also kann ich gleich umdrehen. Ja gut, und mit dem einen Mannequin will ich ja nicht angreifen, weil dann ist er nämlich gleich weg. Ach, die fliegen gleich auf den Hubschrauber drauf. Das ist natürlich übel. Natürlich gleich auf den Hubschrauber schießen, ist natürlich echt übel. So, und deswegen werde ich mir das gleich mal ganz oben angucken. Okay, er schießt, die Artillerie schießt auf die. Ach, die schießen gleich auf den Hubschrauber, natürlich. Und ihr schießt alle auf das und die schießen auf den zu dritt. Okay. Also. Du kannst zwei Felder hochgehen.
Du kannst auch zwei Felder hochgehen, alles klar. Gut, dann hopp. Hopp. Und bin ich mal gespannt, ob der das auch schafft und übernimmt. Dich packen wir wieder rein, falls du überlebst. Dann nehmen wir dich jetzt mal hier hin. Damit kannst du erstmal ein Mannequin ausladen. Und einen Panzer und den Rest noch nicht. So, jetzt gehen wir mal ganz nach oben. Wir erobern unser erstes Depot. Ach so, hier haben wir noch einen Hubschrauber. Genau. Kannst gleich mal hier rüberfliegen. So. Was haben wir hier noch? Den und den. Alles klar. So. Lassen wir mal so stehen. Und was haben wir hier unten jetzt? Moment. Der hier kommt jetzt in Reichweite, oder? Genau, ne? Der kommt in Reichweite, oder? Yep, das heißt, ich muss irgendwas für ihn in Reichweite stehen lassen, damit die untere Artillerie auf irgendwas anderes schießen kann als auf den hier. Sonst wird das nix, ne? Okay, also der hier wird höchstwahrscheinlich jetzt gleich kaputt gehen. Du wirst kaputt gehen, das heißt, du kannst, ja, du wirst höchstwahrscheinlich kaputt gehen. Du kannst hier rein. So. Du wirst höchstwahrscheinlich auch kaputt gehen. Ja gut, die können da. Das heißt, hier müssen wir halt direkt vor den Eingang stellen. Nee, das bringt nichts. So, jetzt gucken wir mal hier. So, hier haben wir erstmal die fetten Panzer. Also die stellen wir erstmal da unten hin. So. Und dann haben wir hier einen dicken Panzer, der gegen Luft schießen kann. Und noch einen, der gegen Luft schießen kann. Und du kannst dahin. Nee. Ja, schade. Kann da nicht rein. Aber damit kannst du jetzt, glaube ich, dorthin. Damit kannst du vielleicht noch als Lockmittel agieren. Ein fetter Panzer. Noch ein fetter Panzer. Was haben wir hier? Ein Skorpion. Ja, den Skorpion, ich glaube fast. Ja, da kann ja eh nichts weiter drauf, ne? Das heißt, du könntest eigentlich mit denen. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Die
ich den wegbringe, kann ich den ganz nach unten bringen. So, dann habe ich hier eins. Also sechs Stück muss ich unterbringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dazu muss ich den, glaube ich, dahin bringen, genau. Yep. Du nimmst den fetten oder den fast fetten dahin. Kannst dich selbst hier unten in Sicherheit bringen. Und kannst dich, glaube ich, hier hinstellen, oder? Ja, dann kriegst du, glaube ich, auch alles hin, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Passt. 1, 2, 3. Ah, nee, einen nicht. Aber. Ah. Nee, schade. Warum kannst du denn da unten nicht hin? Du stehst hier. Und kannst hier unten nicht hin. Das verstehe ich nicht. Ja, gut. Na gut, dann ist jetzt hier einer drin. Aber zum Glück ist es nur ein Skorpion. Das ist nicht weiter das Schlimme. Das ist einer der Landangreifer. Das kannst du hier machen. So. Machen wir hier mal die Klemmtaktik. So, wunderbar. Und gucken, was mit den Schiffen und so weiter halt passiert, ne? Hatten die nicht hier auch noch irgendwelche Minen? Genau, können wir doch noch raushauen hier. Eins. Zwei. Soll ich auch noch Minen? Die wenigstens nicht sonst irgendwie angegriffen werden. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir jetzt alles wieder fertig? Nee, da oben haben wir noch nichts fertig. Doch, das haben wir auch fertig. Dann sollten wir eigentlich alles haben, oder? Ja, ich glaube, dann haben wir alles. Bin ich mal gespannt, was jetzt der erste Feindkontakt, der erste Kampfkontakt, was das bewirkt. Okay, eine nur weggemacht, das ist gut. Zwei weggemacht, sind nur noch drei. Okay, er hat einen weggemacht. Er hat drei weggemacht. Okay, das ist gut gelaufen. Das ist auch gut gelaufen, alles klar. Schade, das ist nicht gut gelaufen, der ist weg. Eins gegen eins. Vier. Zwei. Ja gut, das war klar. Okay, eins gegen eins. Und wir kriegen neue Einheiten dazu. Sehr schön. Wollen wir mal gucken jetzt. So. Angriff 5 5 6 und es sind 4. So, wegmachen. Und zur Not machst du den auch noch weg. Dann gucken wir uns die jetzt hier an.
wegmachen. Ja, erst die, dann die. Hier ist noch nichts zum Kämpfen. Aber hier ist jetzt zum Kämpfen. Jetzt gucken wir mal. Das ist alles voll hier, ne? Alles frische Sechser. Gut, wunderbar. Also, fangen wir an mit dem. Dem auf dem. Immer schön. Zwei Panzer gegen einen Helikopter. Muss ich gucken, wie kommen die? Kommen die jetzt hier runter? Verpisst sich, der will sich da auch verpissen. Dann muss der auf jeden Fall weggehauen werden, bevor. Und mal gucken, ob das Boot da sinnvoll eingesetzt werden kann. 5, 5. Na, die zwei sollten den wegmachen. Wenn nicht, dann setzen wir halt nochmal nach. So, dann setzen wir mal nach dem Boot. Kann leider nichts mehr machen hier. So, das sind alle. Scheinbar sieht es so aus, als ob er die Flugzeuge nach unten zieht. Dann werden die gleich auf die anderen treffen. Ja, dann werden die gleich auf die anderen treffen. So, ich habe auch nichts anderes mehr zu tun jetzt hier, außer diese Angriffe hier zu machen. Halt, Moment, hier drin war noch was. Jawohl, hier sind zwei Stück, die man reparieren kann. Also, das würde ich noch abwarten. Weil, wenn, dann würde ich nämlich liebend gerne irgendwelche anderen Einheiten reparieren, die vielleicht sinnvoller und wichtiger sind, ne? Der ist leer. Der ist leer. Du hattest einen noch drin. Na, mal gucken. Oh, super. Hat der erste gleich gemacht. Okay, gut. Ah, einer bleibt über. Na gut. Einer bleibt immer über. Boah, das ist übel. Gut, aber der hat 6 behalten. Gut, nur noch 5. Nur noch 4. Gut. Jawohl, der zweite schafft's. Oh, aber der wurde auch gleich zweimal erwischt. Okay. Ja, der haut auf das drauf. Die hauen auf das Ding drauf. Oh, das war's ja. Das war's jetzt schon. Jetzt kann ich erstmal wieder raus auspacken hier. So, jetzt haben wir hier ein Skorpion. Ja, ein Sechser. Ja. Du hast auch noch einen ganzen drin, ne?
Nein, das wollte ich nicht. Ein Vierer, das ist ein Dreier, das ist ein Fünfer. Du kannst sogar rüber auf die andere Seite. Tatsache. Wegen dem Boot, weil er da durch kann, ne? Na gut, dann machen wir das. So, Hauptsache wir können diesen Panzer da möglichst schnell vernichten. Das sind Vierer. Der hat sechs. Gut. Ah, okay. Naja, dann bleibst du so. Vier, vier. Fünf. Fünf. Auch gerne wieder zurück einfällt. Skorpion, hat der hier noch irgendwas drauf? Nee. Ah, du kannst auf das. Na gut. Umso besser. Und noch ein Gladiator dahin. Und der ist auch leer. Und der ist auch leer. Und jetzt hier. Du gehst 4. Du deckst den Rücken von denen. So. Hopp. Und wo du ausgeladen werden willst, weiß ich noch nicht. 1, 2, 3, 5, 6. Also da könnte er erwischt werden. Dich können wir mal hier unten lassen. So, gut. Hier oben haben wir ein paar Flugzeuge. So. Die wollen wir ja schließlich auch irgendwie hinkriegen. So. Du kannst einmal komplett rum. Okay, gut. 1, 2. Du kannst da 2, 3. 1, 2, 3. Gut, dann machen wir das auch so. Kommen da noch mehr? Oder die Hubschrauber hingepackt? Ach, die hat er gar nicht gehabt. Der hat da die gehabt. Okay, gut. Also 6. 6, 6, 1.
4, 5. Und dich noch. Damit können wir den machen. Die können sich nicht bewegen, aber die können zumindest diese Ecke ein bisschen schützen. So. So, wie sieht es eigentlich kräftemäßig aus? 70 zu 51. Okay. Einen hat er noch da. Gut. Das kann auch ein Panzer machen. Ach, er hat die Hubschrauber hier hochgeschickt. Deswegen. Na gut. Wie machen wir denn das jetzt? Da unten ist sonst nichts, ne? Schicken wir euch mal gleich hier rüber. So. Theoretisch kannst auch du den vernichten, indem du dort bist. Kommen die so weit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal nachzählen. 2, dann stehen sie dort. 6, 7. Ja gut, kommen sie hin, kommen sie hin, kommen sie hin. Alles klar. Naja, gut. Kommen sie vielleicht da oben unten hin? Mal gucken. Wie weit können die denn latschen hier? 5 Felder. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, der kann bis da nicht hin. Gut, das ist so besser. Dann kann ich den ja auch in Sicherheit bringen, indem ich ihn hier hin ziele. Und das Männchen da rein. Und ja, mit dem Wagen, vielleicht klappt das. Vielleicht kann ich ein bisschen ablenken. So. Da rein und dann kann die nämlich da runter, ne? So. Frage, ob wir den dann direkt da dran stellen wollen, damit die Hubschrauber was zu tun haben. So quer, dann kann er nämlich nicht von hinten rum. Hier ganz oben in die Ecke. Brauche wieder länger, bis er sonst irgendwo ist, ne? Komm, lassen wir da stehen. Komm. Den haben wir. So. Dann kommen wir jetzt mal hier zur Aktion. Oh, scheiße. Aber dachte Männchen und... Die hat er schon hier zurückgelassen, ne? Um die zu schützen.
Zumindest hier hinter weggezogen, ne? Oh, da hat er noch mehr hingezogen. Upsala. Ich kann gar nicht anders, als in seine Nähe zu ziehen, ne? Damit hätte ich dann da oben, hätte ich den einen mit zwei Panzern und... Ja, das würde er dann tauschen. Ja, so oder so habe ich sie mit zwei Panzern, ne? Also. Ja, geht nicht anders. Weiter geht nicht. Na gut. Dann gehst du da mal rein. Und du gehst auf die Straße da unten. Panzer. Noch ein Panzer. Und dich können wir noch nicht raussetzen. Ja doch, wenn ich dich bewege, kann ich dich auch raussetzen, ne? Na, nee. So, schauen wir mal, was wir hier oben haben. So. Sind denn das? Das sind immer noch fünf, okay. Also du solltest mal üben. Du hast noch sechs. Du hast noch vier. Der wird sich daran versuchen, gesund zu stoßen, ne? Und aber auch nur eine Einheit dort. Vier. Die vier werden es auf jeden Fall nicht sein. So. Ja, machen wir es so. Dann können die zwei den noch angreifen und der greift den an, ne? Und mit dem vielleicht, was da über ist, ne? Wobei ich die eigentlich vernichten möchte. Sollte der das... Das schafft der nicht. Das sind noch fünf. Das schafft er nicht alleine. Komm, das schafft er nicht. Machen wir erstmal die Fighter weg. Und... Wir bemerken, dass wir, glaube ich, alles gesetzt haben, oder? Ja, ich glaube, wir haben alles gesetzt. Und go. Oh. Er hat eins von den Beach Boys angegriffen. Und eins von den Konvoi-Dingern. Okay. Ein Konvoi. Noch ein Konvoi, gut. Ein Boot. Wie schön, dass du die Dinge angreifst. Da kriegst du nämlich keine Erfahrungspunkte für. Jawohl. Na jawohl, na gut, das schafft er jetzt, glaube ich, ne? Ah, das wird jetzt eng jetzt schon mal mit den...
Okay. Und ich nehme das nächste ein. Jawohl. So, wir gucken, bevor wir uns zur Hauptschlacht begeben, gucken wir uns erstmal hier drüben das an. So, er konnte mich nicht aufhalten. Deswegen. Ach so, ach, ich bin am Kämpfen. Ja, ich bin im Kampfmodus. Stimmt, ich kann ja nur kämpfen, kämpfen, kämpfen diesmal. Alles klar. So, da hat er noch drei. Drei. So, also. Du machst die weg. Und du machst die hoffentlich dann weg. Und sollte es gar nicht anders gehen, machst du die weg. So. Du hast zwei und du hast auch zwei. So, das heißt, du machst mal die weg. Oh, da ist nichts mehr drin. Okay, schade. Na gut, Feuer frei auf den. Mal gespannt, was er da dann macht. So, hier haben wir einen mit Vieren, mit Vieren, mit Fünfen, mit Sechsen. So. Sechs. Falls der eine nicht klappt, machst du den. Das sind 3 zu 4. Egal, weg ist weg. Hauptsache, wir machen die Helikopter weg. So, da sind auch nur noch 2 drin. So, wo sind denn jetzt noch 6? 6, das sind 5, ne? Die 9. hier. Ihr greift zuerst an, dann greift ihr an. Ach, er hat einen Hubschrauber zurückgezogen. Aha. Habe ich jetzt alles angegriffen, was ich wollte? Und gucken, was mit diesem einen Panzer passiert, ne? Moment. Nein, ich wollte nicht. Mensch. Hatte ich hier oben jetzt noch was? Ah ja, da war der, ne? Der kann nicht angreifen. Ne, dann habe ich alles. Okay, go. Ah ja, gut. Der hat auch gleich so geschafft. Gut. Jawohl. Zack. Sehr gut. Einen. 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 Zwei. Sehr gut. Ein Panzer noch weg. Gut. Zwei weg. Ja, okay. Ein Hubschrauber noch. Der ist aber weg. Sehr gut. Damit ist der Panzer schon mal sehr schön da. Ne? Der hat noch einen. Oh, Mist. Ach, okay, ein Panzer, ne? Okay, er hat immerhin zwei weggemacht.
Das wird jetzt haarig werden. Okay, und er hat die Fabrik erwischt, ne? Und er hat die Fabrik erwischt. Was ist das? Er hat jetzt. Ach, er hat die da hochgezogen. Okay, der eine ist fast tot. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, du hast 5, du hast 6. Du passt, kannst du an den dran. Und du kannst da an den dran. Alles klar, dann machen wir das doch. Zack, 1. 2. Und dich bringen wir auf die andere Seite. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Hubschrauber hat 3. Hier aus. Der hat der Hubschrauber, die wird er wahrscheinlich einsetzen. Ah ja, hier hat er eine Einheit davor, ne? Ein Panzer, zwei Panzer, gut. Und noch den nächsten Panzer raus. So, und um nicht abzuhauen, gehst du auf die Straße und du kannst dorthin, genau. Und du kannst sogar damit auch noch raus. So, damit haben wir jetzt hier alle raus, bis auf die. So, also nochmal gucken, welchen hat er da hingezogen? Den Vierer, okay. Ach, der hat die anderen auch dahin geschoben. Ey, ist schön, wenn er die gleich gegen die Flugabwehr einsetzt. Ach, aber er hat wahrscheinlich die Panzer dafür, ne? Die Frage, ob der. Komme ich da irgendwie anderweitig raus? Ach, die hat er da rüber gezogen, ne? Ja, Moment, da habe ich doch was anderes, was ich da hinstellen kann, oder? Zum Beispiel das hier. Kann der auch noch mal auf das schießen, oder? Was daraus wird. So. Also er hat jetzt, ja, er kam jetzt hier nicht mehr weiter mit seinen komischen Flugdingern, weshalb er mir jetzt die anderen hier hinstellt oder was. So, also, ah, du kommst noch nicht mal rein ins Hauptquartier. Fetten anderen Crusader dahin packen. So, dann haben wir hier den Dreier.
Fünfer, das ist ein Vierer, das ist ein Dreier, das ist ein Dreier. Könnte sich hinten rumschleichen, ne? Okay, das ist ein Fünfer. Jo, können wir mal eine kleine Ablenkung machen hier drüben. So. So, und dich. Du hast hier nichts. Du hast hier noch welche, genau. Kommst du bis dahin oder muss ich den... Ja, nehmen wir den doch. Komm, du bist mehr, größer. Du hast mehr davon. So. Okay, dann kannst du, glaube ich, da rein, ne? So, damit haben wir den einen fertig. Ich glaube fast, du kannst mit dem Luftkissenboot, weil da, ich glaube, die Boote sind alle leer, oder? Sind die alle leer? Leer? Leer, leer, genau. Das heißt, du kannst mit dem Luftkissenboot jetzt auch hier oben hin, ne? So. Hier, das ist auch leer. Und da sind noch ein paar Panzer drin. So. Ja, ist gut. So, das sind Vierer Stern. Der wird wahrscheinlich gleich gut verhauen werden. Ja. Ah, der kann dann da rein. Gut, dann kann ich den nämlich da drin hoffentlich reparieren. Dann fahren wir nämlich hier mit beiden Einheiten rein. Dann haben wir nämlich einen Dreier und einen Vierer zum Reparieren hier. Okay, du sollst noch nicht woanders hin. Ach, das ist auch ein Dreier. Scheiße, den wollte ich doch auch zum Reparieren wegbringen, ne? Mist, den hätte ich mit da reinfahren können. Naja, dann gehst du jetzt mal da hoch. Das ist auch ein Dreier, das ist auch ein Dreier. Was reparieren wir hier? Reparieren wir die armen Scorpions? Oder so einen? Auf jeden Fall mal den dicken. Ich kann dreimal reparieren. Und den dicken, falls es klappt. Und noch einen dritten dicken. Doch, die haben ja... Der hat ja nur zwei. Wenn die wirklich was machen... Der wirklich was gegen den machen sollte... Das wäre ja echt ein Wunder, ne? Dann... Jetzt
wahrscheinlich, glaube ich, sogar mit dem hier runter. Dahin und kannst du eigentlich da hoch, ne? Hier noch irgendwas drin, da haben wir einen Dreier noch drin. Nö, das passt eigentlich. So. Kommen wir zu den Flugzeugen. Du bist eingekreist. 5, 4, 3, 3. Das ist ein Einser. Ja, die werden wir. Entweder greift das Einser jetzt gleich an. Zur Not haben wir da noch welche, die angreifen können. Ja, die können alle nur darum, ne? Geht nicht anders. So. Ah, du hast noch eine Mine, das ist gut. Ne, dann machen wir das so. Die Mine wird daneben gelegt. Sechs ist natürlich blöd, das sind drei. Das sind fünf. So, was machen wir hier oben? Ah ja, da kommt der Hubschrauber schon hinterher, alles klar. Jawohl, und wir landen direkt hier daneben. Gucken wir mal, ob wir es packen. Da haben wir schon. Da haben wir letztendlich auch. Hier oben auch. Ach ne, hier haben wir noch nicht bewegt. Flugzeuge kann der nur direkt nebendran. Okay. Könnte ich dann sogar einmal angreifen. Alles, was geht hier drauf, ne? Dann hätte er 1, 2, 3, 4. Der könnte dort. Ja, Mist, der könnte dort mit 4. Ich muss ihn da irgendwie blockieren, dass er nur mit 2 angreifen kann. Da kann er nur mit 2 angreifen. 1, 2. Ja, genau. Da kann er nur mit 2 machen. Dann machen wir das so. Du kommst so hin. Dann werfen wir die nämlich gleich mal komplett. Ja, es ist klar.
kommt immer gleich dahin. So. Haben wir jetzt alles. Kannst du dich drehen irgendwie? Ja, so kannst du dich drehen. Gut. Ich glaube fast, das war's. Dann warten wir nochmal ab, was jetzt das Kampfergebnis bringt. Okay, die Artillerie geht auf die Mine. Auf den Konvoi. Okay. Okay. Den Konvoi. Ui, das war nicht gut. Aber immerhin wieder ein paar Flugeinheiten weniger. Ein Panzer weniger. Oh, das war... Der eine ist weg. Gut. Ach, okay, der eine ist weg. Schade. Ach, okay, gut. Mist. Das war klar. Oh, nur einen. Gut. Hey, sehr gut. Hui, jetzt gucken wir gleich erstmal rein. Halt, Moment. Bevor wir irgendwas machen, sage ich, wir machen eine Pause und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, sagt der Captain.